Willkommen zurück. Eine neue Folge WoW The Burning Crusade Classic, die Farm Guides. Und zwar geht es heute um Feuerpartikel. Deswegen sind wir hier auch an Kil'jaedens Thron. Mit dem fangen wir nämlich an. Da gibt es verschiedene Feuerelementare, die Feuerpartikel droppen können. Nummer 2 wäre der Schergrat. Und da haben wir zwei Locations. Die eine ist hier oben beim Übergang zum Nethersturm, ein bisschen oben rechts in der Ecke. Und die zweite ist ganz unten links in der Ecke, nämlich das Konstruktionslager Terror, das wir auch für die Dailies bei den Okrilar nutzen. Und das können wir eben hier auch nutzen, um Feuerelementare zu farmen. Dann haben wir noch das Elementarplateau im Nackrand. Und abschließend die Möglichkeit im Schattenmoontal, nämlich bei der Hand von Gul'dan. Als wir ja schon die Pre-Quest zum Tempest Keep gemacht haben, die Attunement-Quest, und da konnten wir ja auch Feuerelementare farmen. Okay, dann würde ich sagen, wir legen hier mal los mit den Feuereles. Die sind halt Max-Level, das heißt da schön aufpassen, meistens nur eins nutzen, nur eins pullen. Es sind auch andere Mobs hier noch mit da. Neben diesen Racheherolden gibt es auch Elite-Mobs. Die sollte man tunlichst vermeiden, weil die können schon ziemlich viel Schaden verursachen. Und man muss bedenken, die Mobdichte hier ist schon ziemlich hoch. Und nicht nur die Mobdichte, sondern auch die Spielerdichte ist sehr hoch. Das heißt, hier wird es immer ein bisschen schwieriger, gut durchgehend farmen zu können. Man muss sich da etwas arrangieren und ja, zusehen, dass man selbst noch Mobs bekommt, dass man aber auch mal Mobs abgeben kann an Mitspieler. Okay. Dieser Spot hier bei Kil'jaedens Thron hat auch einen Weltboss. Sind ja sonst nicht so. Oh, der Droide war schneller. Sind ja sonst nicht so häufig gesät, die Weltbosse in The Burning Crusade. Aber hier oben auf den Thron kann auch ein Weltenboss auftauchen. Nur der wird derzeit halt noch komplett von der Horde, zumindest auf unserem Spieler gesehen, komplett von der Horde abgefarmt. Also ich hatte bisher noch nicht einmal die Gelegenheit, ihn überhaupt zu sehen. Von daher, vielleicht haben wir irgendwann mal Glück und können den auch zeigen. Aber heute in dem Video soll es ja erstmal um die Feuerpartikel gehen. Und manchmal muss man, um an die Elementare ranzukommen, auch die anderen Mobs mit umhauen, weil eben die Mobdichte hier so hoch gestaltet ist. Seht, der andere hat jetzt auch noch mit geaddet. Muss man schon ordentlich Schaden manchmal auspacken, dass das hier alles so funktioniert. Okay, ihr wisst Bescheid, wie es funktioniert. Wir schalten dann wieder zu, wenn wir kurz vor dem Ende unserer 10-minütigen Farmdauer sind. Bis gleich. So, die letzte Minute ist angebrochen und der Droide geht mir so ein bisschen auf den Keks, weil der hier dauernd mir die Mobs wegnimmt. Droiden haben halt den Vorteil, dass sie mit ihrem Mondfeuer einen Instant-Cast haben, der halt wesentlich schneller ist als mein Arcana-Schuss fliegt zum Beispiel. Und ja, das ist halt ein Nachteil meinerseits. Und jetzt wird er noch hier geaddet, was jetzt nicht so toll ist. Ja, also Droiden sind fürs Farmen von solchen Sachen natürlich super geeignet und haben da einige Vorteile im Vergleich zu einem Hunter. Ja. Hier, habt ihr es schon wieder gesehen, kurz bevor mein Pet angekommen ist, hat er mir schon wieder den Mob weggenommen. Also einfach mal den Droiden, ihr habt ihn ja im Video gesehen. Lasst ihm mal ein paar böse Kommentare unter dem Video da. Das kann so nicht sein, dass er mir so viele Mobs jetzt wegnimmt. Da bin ich nicht mit einverstanden. Okay, wir gucken hier mal die letzten Elementare, dass wir die uns schnappen können. Und werden dann zum nächsten Ort hinfliegen.
So, jetzt bin ich noch in Fight. Ich wollte jetzt die zwei mir hier noch schnappen, dass wir da schnell noch was zusammenbekommen. Hatte zwischendurch auch mal kurz gegessen, um die Lebenspunkte wieder aufzufüllen. Ah, jetzt habe ich diesen Hacher halt noch mitgezogen. Ah, jetzt hat mich von der Seite das Feuerele. Ja, wenn man dann mal weg will, ne? Dann kommt eins nach dem anderen. Jetzt kommt schon das nächste Feuerele wieder. Auf einmal tauchen aus allen Enden und Ecken hier die Feuereles auf. Und mir geht's jetzt so langsam an den Kragen. Ich habe kein Todstellen mehr. Jetzt habe ich wieder Todstellen. So, jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich hier irgendwie den noch besiegen kann. Och, oh, komm, ey, jetzt spawnt wirklich alles bei mir hier in der Nähe. Was soll denn das? Okay, totstellen. Ja, super, vielen Dank. Und dann wird das Totstellen noch resistet. Ey, was ist denn das für ein Käse auf einmal? Ja, super. Habt ihr das gesehen, wie bekloppt das jetzt war? Also nicht nur, dass halt ein Mob nach dem anderen wieder direkt in meiner Location gespawnt ist, so dass ich nicht mal die Chance hatte, mich zu entfernen, sondern dass die halt direkt mich angegriffen haben. Und wenn man dann schon mal abhaut und das Totstellen macht, dann wird es noch resistet. Also das war ja jetzt mehr als bekloppt. Muss ich jetzt ehrlich mal sagen, das ist nicht in Ordnung, sowas. Aber okay, lässt sich nicht ändern. Ich hätte nach 10 Minuten wahrscheinlich direkt wegfliegen können. So habe ich halt. Die Gier war's. Die Gier hat mich des Todes zum Tode gebracht. Jetzt retze ich erstmal mein Pet. Wenn ich mir das gerade jetzt so ansehe, ich habe nicht mal meinen Helm auf. Wahrscheinlich noch. Ja, ich habe noch den Angelhut auf. Ja, warum nicht, ne? Mit Angelhut farmen. Z-Bonus AD ist ja egal. Ich kann auch mit Angelhut farmen. Sieht, was rauskommt. Okay. Jetzt wird erstmal das Pet hier kurz gefüttert. Wir können ja schon mal uns notieren. Also 11 Partikel haben wir rausbekommen. Das war jetzt nicht ganz so viel wie bei den. Oh, jetzt kommt von hinten schon wieder was. Wie bei den Mana-Geistern, die wir gefarmt hatten. Oder den Elementaren da, um Mana-Partikel zu finden. Und aber es hat ausgereicht, um hier zweistellig zu werden. So, das Pet noch hochheilen. Den Rest haben wir gelootet. Okay. Und jetzt suchen wir uns einen ordentlichen Platz, um zur nächsten Location zu fliegen. Die nächste wird der Sharegrad sein. Und zwar da, wo wir schon mal gelevelt haben. Hier oben an der Straße. Zum Nethersturm hinzu. Und da sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, Skald heißt dieser Ort. Da sind wir jetzt angekommen. Und ihr wisst sicherlich noch, als wir hier gequestet haben, sollten wir hier diese Bäume, die ihr gerade gesehen habt, selbst auch pflanzen mit den Samen und so auf dieser ja, verbrannten Erde, um wieder Vegetation hervorzurufen. Und hier sind eben dann auch sengende Elementare, die wir abfarmen können. Wie ihr gleich bemerken werdet, sind hier auch weitere Spieler. Also es scheint wohl nicht mehr so unbekannt zu sein, dieser Ort, wie es noch am Anfang war. Als wir hier gequestet haben, war, glaube ich, nur einer noch mit oder war es überhaupt keiner? Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall sind jetzt hier deutlich mehr Leute, die eben auch die Feuerelementare abfarmen. Noch ein kleiner Hinweis zu den Feuerpartikeln. Es ist wesentlich praktischer natürlich, die Feuerpartikel zu farmen, indem man einfach Erze abbaut, weil sie da als Nebenprodukte mit abgefarmt werden können.
Wenn man allerdings jetzt, wie ich auch, keinen Char derzeit hat, der Erz sammeln kann in der Scherbenwelt, dann ist es so, dass man auf die Feuerelementare zurückgreifen muss, weil was anderes hat man dann im Endeffekt nicht. Okay. Ja, man fliegt hier in dem Skald so ein bisschen herum, sucht sich die Feuereles aus. Die sind jetzt auch vom Level her nicht ganz so hoch wie im Kil'jaedens Thron. Und es sind halt keine Elite-Mobs da, es sind aber trotzdem andere Gegner noch mit da, die man ja, mitmachen kann, aber nicht machen muss. Man kann sie auch ignorieren. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir in der letzten Minute dieses Farmortes sind. Bis gleich. So, zwischen Rumfliegen und Abfarmen sind wir jetzt in der letzten Minute angelangt. Und werden jetzt noch die letzten paar Elementare uns vorknöpfen und diese nutzen, um Feuerpartikel zu farmen. Hier sind nochmal ein paar Feuerpartikel rausgekommen. Mal sehen, wie viele wir insgesamt erhalten können aus diesem Farmspot. Aber es war schon ganz schön abgefarmt hier. Allein hier sind wieder zwei Leute gewesen, Magier und ein Hexer, die mitgefarmt haben. Da ist noch ein anderer Hortler noch gewesen. Also man trifft schon einiges an Spielern, die hier auch mit abfarmen. So, haben wir hier noch irgendein Feuerele? Ne, das wird von dem Hexer hier gemacht. Okay, ich denke, das war's jetzt hier. Hier ist nichts weiter zu finden. Ah, da ist noch ein Feuerele. Das nehmen wir noch mit. Haben ja beim Kil'jaedens Thron auch ein kleines bisschen überzogen. Deswegen können wir hier auch das eine Feuerele noch mitnehmen. Vielleicht hat es ja noch ein Partikel. Weiß ich. Das war diesmal nicht der Fall. Dann schauen wir uns doch mal an, wie viel wir jetzt haben. Und das sind 14. Das waren gerade mal 3 Feuerpartikel in den 10 Minuten. Also das ist sehr ja, sehr überschaulich, beziehungsweise da bin ich etwas enttäuscht von diesem Ort, dass es gerade mal 3 Partikel waren. Wahrscheinlich hatten wir jetzt einfach nur Pech. Aber kann auch gut möglich sein, dass die Droprate deutlich geringer ist. Der Flugweg durch den Schergrat ist jetzt nicht allzu weit. Deswegen werden wir jetzt einfach mal das Video so laufen lassen. Wir fliegen jetzt in das südliche Konstruktionslager. Konstruktionslager Terror heißt das, glaube ich. Welches im Questgebiet der Fraktion Okrila sich befindet. Und die machen wir ja auch mit täglich. Deswegen kann man diese tägliche Quest gegebenenfalls auch noch mitnutzen, um ein paar von den Feuereles abzufarmen. Das ist definitiv möglich. Das wäre dann im Schergrat, genau, die dritte Station jetzt. Ihr seht, im Hintergrund tauchen schon die Spitzen auf. Wir sind jetzt gerade über den Blutschlägerklamm drüber und es dauert nicht mehr lang, dass wir das Konstruktionslager erreichen. Übrigens muss man eins sagen, Kil'jaedens Thron, dann das Elementarplateau und dieses Konstruktionslager hier. Die drei Orte kann man nur über einen Flugmount erreichen oder indem er von einem Hexer halt hochgeportet wird, aber ansonsten halt einfach nur über einen Flugmount. Das heißt, man sollte zumindest eins haben, ansonsten kann man die drei Orte sich eben nicht als Farmspots aussuchen. Okay, dann würde ich sagen, wir starten mal hier. Das Konstruktionslager ist überfüllt von diesen Abyssen und den anderen Dämonen.
die ihr hier seht, und die werden häufig für diese Quest, ihr seht diese Portale, diese Hexerportale, kann man sagen, ne? Aber das ist ein Questgegenstand in dem Zusammenhang, für die Daily Quest genutzt, und da werden die Dämonen einfach besiegt und deren Seelen dann in diesen Hexerportalen verbannt. Und teilweise sieht man eben hier diese üblen Feuerseelen, die man mit abfarmen kann, um Feuerpartikel zu generieren. So, man muss natürlich auch wieder sagen, derzeit in Phase 2 ist natürlich auch dieser Legionsort hier ziemlich überfarmt von Spielern. Die meisten konzentrieren sich allerdings auf die Dämonen und lassen teilweise, jetzt habe ich den Abyss noch mit geedit, lassen teilweise die Feuerseelen einfach beiseite, weil sie eben die Quest machen wollen. Das könnte ein Vorteil sein für euch, dass andere Spieler euch die Mobs aus dem Weg räumen und ihr nur die Feuerseelen quasi angreift. Kann allerdings auch ein Nachteil sein, wenn Leute sagen, okay, ich mache halt die Quest mit, und wenn ich so ein Feuerele mit in die Finger kriege, dann wird das halt auch gleich mit umgehauen. Muss man dann eben sehen. Was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, obwohl diese Feuerseelen Level 70 sind, haben die gerade mal 5500 Leben, also knapp 1000 bis 1500 weniger Leben als bei Killshadens Thron zum Beispiel. Und das macht beim Killen schon mal einen ganz schönen Unterschied aus. Okay. Dann habt ihr gesehen, wo hier überall diese Feuereele sind, meistens am Rand zu finden, und dann laufen sie so ein bisschen auch am Rand entlang. Muss man dann gucken, wo man sie am besten abfangen kann. Okay, dann sage ich mal bis gleich, wenn die letzte Minute anfängt. So, die letzte Minute hat angefangen, und ihr seht hier einen kleinen Nachteil auch an dieser Location. Manchmal taucht halt einfach auch nichts auf. Und man fliegt und fliegt und fliegt, und dann ist halt nichts da, ne? Ja. Kein Feuerele. Ah, hier ist wieder eins gewesen. Im Gildenchat kam jetzt gerade die Nachricht, weil ich gerade Kasak auf dem Plan hatte. Er ist nämlich gerade erschienen, quasi genau nachdem ich hier, oder ein bisschen 10, 15 Minuten nachdem ich hier bei Killshadens Thron war, ist er aufgetaucht. Wir sind dann auch direkt hin, aber es haben sich einfach zu wenig in der Gilde gemeldet. Randoms, ehe die dann ankamen, waren es auch zu wenig, und zack, hatte die Horde den Boss halt umgehauen. Ansonsten hätte ich den gern mal gezeigt. Was wir jetzt erstmal machen können, ist notieren, dass wir hier sechs Partikel haben. Und unsere nächste Location wird dann das Elementarplateau sein. Ich bin jetzt noch mal kurz zu Kasak geflogen, aber wie schon erwähnt, wir konnten ihn leider nicht legen, weil die Horde wieder mal schneller war. Die Allianz ist halt einfach zu langsam bei solchen Gelegenheiten. Sei es drum. Okay, dann sehen wir uns gleich beim Elementarplateau wieder. Bis gleich. Okay, in Nagrand reingeflogen, und vor uns taucht auch schon das Elementarplateau auf. Diesmal nicht am Wasser, sondern hier in diesem kleinen Fleckchen, wo die verbrannte Erde zu finden ist. Und da sehen wir auch schon diese erzürnten Feuerseelen, die Feuerelementare, die wir hier im Elementarplateau uns anschauen können. Und wer hätte es gedacht, am Elementarplateau, natürlich ist das überfarmt. Und was man auch feststellen muss, die Mobs sind natürlich auch Level 70 und teilweise 71. Guckt euch mal die Lebenspunkte an, ne? 9.300 für ein Elementar. Da kann ich quasi in dem Konstruktionslager in Shergrad schon fast zwei Mobs killen. Mit den Lebenspunkten.
kann man sagen. Nicht ganz, aber es kommt fast hin. Also das Elementarplateau, so schön es sein mag, mit den Elementaren auf einem Fleck, so schlecht ist es halt, was das Farmen anbelangt, weil es halt ständig überfarmt ist und weil man zusätzlich natürlich noch die stärksten Non-Elite-Mobs hier vorfindet. Ja, wir nehmen es natürlich trotzdem mit rein. Also alle Elementare, die hier zur Verfügung stehen und die man abfarmen kann im Elementarplateau, werden von uns natürlich auch in Angriff genommen. Es fehlen ja dann nur noch die Luft- und die Erde-Elementare, die wir hier natürlich auch finden. Wasser ist ja schon abgeklärt worden. Und ihr seht es allein schon hier, wir haben jetzt eigentlich nur einen Konkurrenten, der auch noch mit Feuerelementare abfarmt. Das ist ein zweiter Jäger. Und schon ein Konkurrent reicht halt aus, dass man hier ja, Downtimes hat bei den Feuereles. Wahrscheinlich sollte man dann einfach sagen, man farmt generell nur Elementare hier auf dem Elementarplateau. Was soll man auch anderes farmen außer Elementare, ist klar. Aber dass man sagt, man greift halt einfach alles an, was einem vor die Flinte kommt. Und ja, diesmal war der Hunter jetzt schneller. Und macht halt keine spezifischen Farms für ein spezielles Element, weil das einfach viel zu gering ist, dass die Elementare da auftauchen. Okay. Viel größer ist die Fläche jetzt nicht. Auf der Minimap seht ihr schön alles das, was hier so dunkelgrau gehalten ist. Also diese verbrannte Erde, da findet ihr die Feuerelementare am Elementarplateau. Und wir machen dann mal wieder einen kurzen Cut und sehen uns gleich wieder bei der letzten Minute. Bis gleich. Okay. Letzte Minute hat begonnen. Ein paar Feuerpartikel haben wir auf jeden Fall erhalten, sind jetzt bei 20 Stück gewesen, bevor wir zum Elementarplateau gekommen sind. Die letzte Minute hat jetzt hier, wie gesagt, begonnen. Wir werden jetzt noch die letzten Feuerseelen besiegen. Und dann schauen wir doch einfach mal, was wir an Feuerpartikeln da so bekommen haben. Okay. Hier sehe ich noch zwei. Wenn wir schnell sind, können wir beide noch machen. Ansonsten würde ich wahrscheinlich nur das eine jetzt noch killen. Mal gucken. Trotz drei Crits und so weiter, ne, ist das Teil halt immer noch nicht tot. Ja, komm, den einen machen wir hier noch. Mal sehen, vielleicht ist ja noch ein Feuerpartikel da. Der einzige Vorteil, den wir hier auch noch haben, wir kriegen noch unsere Kristallpulverproben von Oshogun, weil wir halt in Nakran sind. Wer sie noch braucht, kann sie gern mitfarmen. Wer die nicht benötigt, dann ist es halt ganz normales Beiwerk. Ich glaube, die sind seelengebunden, also man kann die auch nicht im Auktionshaus verkaufen. Okay, mehr ist jetzt hier erstmal nicht. Ja, sehe ich das richtig? Ein Partikel. Ja, so ist es halt. Eins. Dann nennt sich das Elementarplateau. Naja. Okay, nächste Station. Schattenmondtal. Guldans Hand. Wir sehen uns gleich wieder. So, im Schattenmondtal angekommen. Zentral gelegen Guldans Hand. Ihr seht schon die Erdelementare, die wir damals auch mitgefarmt haben. Hier fängt der Altar der Verdammnis an. Direkt vor uns erstreckt sich dieses Lavameer und an dem Lavameer sind die Feuereles. Aber auch die Erdelementare, da muss man immer aufpassen, dass man jetzt nicht, wenn man die Erdeles gar nicht braucht, die noch mit addet oder so. Mal schauen, dass man sich immer die Feuereles so ein bisschen rauspickt. Und dann geht es im Endeffekt los und man farmt hier die Feuerelementare ab. Wie in den anderen Locations auch. Die hier haben jetzt in etwa wieder das Leben von
Ja, dem Thron von Qil Jayden auf der Höllenfeuerhalbinsel. Was man hier allerdings beachten muss, ist diese Lava. Ne? Die ist schon ziemlich giftig, auch gegenüber euren Pets. Also die kriegen da richtig Damage. Da müsst ihr definitiv, ja, jetzt ist es auch gestorben, müsst ihr definitiv aufpassen, dass ihr da nicht zu stark noch Aggro von dem Erdelementar gezogen. Ja, dass ihr nicht zu stark in der Lava drin kämpft. Ich weiß, das ist schwierig, da das Pet ordentlich zu steuern, besonders weil die Feuerelis auch teilweise Casts machen und ja, wie soll man das Feuerele dann ordnungsgemäß rausziehen, wenn man jetzt keinen Kick hat und alles. Also nicht gerade die beste Gegend, um die Feuerelis zu bekämpfen, wenn man in der Nähe der Lava ist. Es gibt aber auch die Möglichkeit, hier ein bisschen abseits der Lava diese Feuergeister sich zu holen. Und das werde ich jetzt mal etwas intensiver hier probieren, dass ich nicht in der Lava oder direkt an der Lava kämpfe, sondern eben etwas abseits am Berg und schau mal, dass die Feuerelis dann hier da sind. Super, eine Essenz des Feuers. Das ist halt 60er Rohstoff. Den wollte ich eigentlich nicht haben, aber okay. Sei es drum. Gut. Ihr wisst, wo es die Feuerelis gibt, die man abfarmen kann, und wir sehen uns dann gleich in der letzten Minute wieder. Bis gleich. So, mitten im Kampf schalten wir wieder ein. Letzte Minute hat begonnen. Wir sind fleißig am Abfarmen der Feuerelementare. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass heute die Droprate von den ganzen Elis nicht gerade, also von den Feuerpartikeln, nicht gerade sehr berauschend ist. Man muss aber sagen, die Skuldans Hand ist jetzt nicht so überformt wie andere Gegenden. Von daher, hier ist es schon etwas ruhiger gehalten. Aber wir werden sehen, wie viele dieser Partikel denn hier zu finden sind. Wichtig ist auch hier, die Erdelementare, wenn die dazukommen, die teilen mit dem meisten Schaden aus. Also die machen noch mehr Damage als die Feuerelis. Hier habe ich mal probiert, ob ich das Teil hier rüberholen kann. Wenn es nämlich gerade nicht castet, dann verfolgt es uns auch. So, und dann kann man sein Pet drauf schicken, dass das ein bisschen Aggro aufbaut, und so kann man die auch aus der Lava rauspullen. Ist allerdings, ob das jetzt effizient ist oder nicht, das muss halt jeder selbst für sich entscheiden. Okay. Ja, leider kein Feuerpartikel mehr. Wie viel haben wir denn insgesamt? 23. Das waren jetzt zwei. Das waren zwei. Ja, zwei Feuerpartikel. Ja, also ich sag mal so, nach 50 Minuten ist das hier nicht gerade so berauschend gewesen mit den Feuerpartikeln. Die meisten haben wir tatsächlich direkt am Anfang auf Kilchadens Thron bekommen, nämlich 11 Stück. Und die andere Hälfte, kann man sagen, haben wir dann in den anderen 4 Locations bekommen. Also Kilchadens Thron, klar, überfarmt. Aber 11 Stück, also die Droprate war ziemlich gut. Im Sheergrad in Skald, ziemlich in der Nähe zum Übergang zum Nethersturm, da waren es nur 3 Feuerpartikel. Da habe ich schon gedacht, okay, das ist halt doch keine gute Location. Im Konstruktionslager Terror dann waren es wieder 6 Stück. Das war ziemlich gut. Allerdings hatten wir auch einiges an Downtimes, in denen halt einfach keine Feuerelementare aufgetaucht sind. Das müsst ihr bedenken. Sollte wahrscheinlich einfacher gehen, wenn dann Phase 2 sich dem Ende zuneigt und viele den Ruf bei Okrilar und bei der neuen Fraktion schon oben haben. Ja, und dann kommen wir zu unseren zwei enttäuschenden, zum Elementarplateau
Da haben wir gerade mal ein Feuerpartikel und die Mobs waren die stärksten, die wir bisher hatten, mit fast 10.000 Lebenspunkten. Und am Ende Gul'dans Hand, auch leider nur zwei Feuerpartikel. Also etwas unbefriedigend, wenn man sich anguckt, dass die Mana-Partikel hat eine Location quasi genau das gemacht, was wir hier in fünf Locations hinbekommen haben. Aber okay, so ist das manchmal. Ich würde Kill'Jadens Drohnen und das Konstruktionslager im Sharegrad derzeit bevorzugen. Da gab es den höchsten Ertrag. Wenn man möchte, könnte man ansonsten sich noch Gul'dans Hand im Schattenmondtal raussuchen, einfach weil es dort etwas ruhiger zugeht. Und vielleicht hat man ja Glück und es kommen mehr Feuerpartikel raus. Okay, das war der heutige Farm Guide zu den Feuerpartikeln. Ich hoffe, euch hat der Farm Guide gefallen und ihr seid auch bei den nächsten zwei Farm Guides der Elemente, der Urelemente mit dabei, die noch fehlen, nämlich Urerde und Urluft. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!